Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel- und Zwergenfreunde zu Empire. So, ohne weitere Umschweife geht es in die Mission von 1 von Kapitel 3. Die Quest zum Thron von Burg Zwielicht beginnt mit der Suche nach einem mächtigen Verbündeten. Dein Redgeber ist davon überzeugt, dass du in den großen dämonischen Bibliotheken von Thorins Gipfel Hinweise finden wirst. Okay. Keine Leitern, Spielerzahl können wir auf einstellen. Lobby ist privat, ist klar. Schwierigkeitsgrad normal. Ball ist ready. Und grimmig. Spiel starten. Nein. Gib mir wieder grau als Farbe und Spiel starten. You find yourself in the caverns beneath a dwarven outpost of Thorin's Peak, and more precisely, under its great demonic library. Your task is to gain access to a specific grimoire, in which your advisor hopes to find a suitable ally to fight by your side as you conquer the whole of Ardania. But, surprise, surprise, as is often the case with Oscar Van Fairweather, even the simplest of tasks can turn into a terrible ordeal. Surprise, surprise. Das ist schon mal gut. So. Lorde, bitte. Ja. Das ist das Tolle an Empire. Manchmal ist dauert das Laden ewig um 3 Tage. Komm schon. Die Map kann doch nicht so groß sein, dass das so lang zum Laden braucht. Ich weiß nicht, wenn das doch länger dauert, muss ich es raus zeitraffern. Komm schon. Bitte. Na also. Was? Jetzt. So, here we are, the Godspawn and the Hellspawn adventuring again. Don't worry about Bathoria. Pronsa will be a great steward while we're gone. Actually, I got a letter from her this morning. Aside from professing her undying love and loyalty, she complained about having to do all the whipping of servants herself. But I guess such complaints are a natural part of married life. Oh, you poor man. You have no idea what's coming, do you? So, as for the plan, instead of unreliable greenskins, cheese-crazed ratmen, or thick-headed minotaurs, we should explore the possibility of finding ourselves an additional demon, but not just any old fiend. I want a true sovereign killer, an archdemon with the power to annihilate armies and level mountains with a whip of its tail. Oh, and of course, it must be obedient as a pup. Seems about as easy to find as bacon-flavored vodka. Right now, we're in the caves beneath the great demonic library of Thorin's Peak. I have spoken to the curator about gaining access to a certain grimoire, but he refuses to help us unless we first aid him in a small task. Oh, crud. What is it with you and helping people? Yes, I know. I hate it, too, but it's either that or spend a lifetime searching for the blasted book. So, here's the deal. These caves are plagued by some type of librarian-eating beast. Seems it can only be killed by a certain form of magic. There is a mage who has agreed to do the job, but she cannot do it alone. So you want me to be a babysitter? Stay hungry, Deathslayer. Your task is to clear the way through the caves and to escort the mage as she moves to the beast's lair. Sounds easy enough, doesn't it?
Get the dungeon built in a hurry, Deathslayer. The warlock is just about ready to do her thing. And oh, I almost forgot. Since the Battle of Bedawar, I've learned how to improve armor by magical means. Just tell the Arcanium operator what you want, and he will see it done. Okay, klingt, als hätten wir einen neuen DLC. Yo. Magische Rüstung kostet 5 DLC-Points. Wollt ihr mich veralbern? Wie soll ich denn so viele Punkte zusammenkriegen? So. Puh. Baue deinen Dungeon aus. Hier wäre eine Truhe. Und hier oben ist jede Menge Gegnergedöns. Okay. Deswegen einmal gerade Linie nach unten, bitte. Küche. Hort. Daneben. Und gut ist das. Okay, wir mal erstmal den Speer freischalten. Und ich weiß immer noch nicht, wie man an seelenlose Einheiten rankommt. Sag bloß, ich muss mich da jetzt durchgraben. Nein, ich kann mich immer noch nicht da durchgraben. Ach gut. Ich habe keinen Arbeiter. Zurzeit. Auf Stufe 2 kriege ich neue Arbeiter, oder? So. Dann erstmal her mit 2 Berserkern und 2 von der Sorte. Dann brauche ich erstmal 3 Punkte zum Meisterbauer. Was lasse ich denn für magische Rüstungen weg? Genau, sehr schön. Meisterbauer einmal bitte. So, so. 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 Ihr könnt gleich mal nebenan essen gehen. Das ist schon mal praktisch. Die zweite Küche könnte ich dann hier platzieren und die Spelunke dann gegenüber. Oder den Trainingsraum. Und die Spelunke halt drunter oder so. Ah ja, mit Escape kann ich auch abbrechen. Scheusale und Okuli. Das sieht auch alles aus wie seelenlose Einheiten. Das sind alles seelenlose Einheiten. Hey Jungs. Okay, ein Punkt für die Übungsraum. Den ich allerdings noch nicht bauen kann. Deswegen schicke ich mal meine Jungs los hierher. Materialien besorgen. Und wandle einfach Pilze um. So. Als nächstes brauche ich 3 Punkte für schnelle Auffassungsgabe, dass die Sachen alle billiger werden. Und ja, auf irgendwas müsste ich dann verzichten für Trollidon, Höllenhund. Das sind alles seelenlose Einheiten hier unten. Nur hier sind keine Einheiten. Das heißt, ich kann sie blitzen, aber ich kann sie nicht in den Extraktor schmeißen. Okay. Kann ich überhaupt so viel Mats aufnehmen? Nein. Jetzt werde ich 5 Materialien verschwenden. Egal. So. Gut. Das reicht auf jeden Fall für den Extraktor. Den könnte ich da drüben irgendwo hinbauen, oder? Ah ne, hier ist ein bisschen Platz. Baue ich nicht. Oder ich baue ihn einfach da hinten hin. Ja, werden erstmal die Helden durch meinen Hort geführt, bevor sie extrahiert werden. Sehr schön. Das Gimmick.
So, da wollte ich noch eine Küche platzieren. Jetzt habe ich wieder nicht genug Materialien. Okay, das heißt, ihr dürft gleich nochmal los. Materialien besorgen. So, einmal schnelle Auffassungsgabe, damit meine ganzen teuren DLC-Sachen billiger werden. Und da ist anderes, okay. So, dann graben wir mal hier ein Stück weiter. Ah, hier bewacht auch Gold. Aber da ist ein Level 2 Trolliton. Wie sieht da eigentlich mein Trupp aus? Hat einen Speer verloren, war ja klar. Gibt's halt gleich einen neuen Speer. Sehr gut. Und ich brauche einen Übungsraum hier dran. Und einen Zugang hier drüben. Das sieht doch mal richtig schön architektisch aus. Symmetrie und so weiter. So, geht ihr mal essen. Wahlhut neu. Hier. Und lass mich raten, das Portal, das ruft einfach bloß einen Speer für 30 Sekunden. Das ist also eigentlich ziemlich useless, oder? Ah, aber ich kann einen Sprenghuhn schon mal raushauen. So kann ich schon mal das Fallending ein bisschen machen. So, ihr geht jetzt rüber trainieren. Ah, sehr schön. Ich würde ja am liebsten den Trolliton mal blitzen, aber das ist ein Tropfen auf den heißen Stein, würde ich mal sagen. Das ist aber schon mal gut. So. Der Trupp ist Stufe 2, deswegen kann der schon mal losziehen und mir nochmal... Oh. Das war falsch. Ich wollte nicht noch mehr Materialien eigentlich. Aber hey, ist auch nicht schlecht. Dann kann ich mir gleich die Spelunke bauen. Und habe Zugriff auf eine vierte Einheit, dass ich wenigstens die Raster voll kriege. Ich kann aber schon mal zwei Priester ausbilden. So. Noch ein Sprenghuhn. Das bringt mir noch einen Punkt. Gut. Gib mir Werkstatt. Die brauche ich nämlich auch demnächst. Ich habe schon versucht, die hier irgendwo hier an die Ecke zu setzen und da so eine Bogen drumherum zu bauen. Oh. Also... So. Und dann so. Jetzt brauche ich noch die Spelunke. Die passt hier nirgends hin. Heroes are entering your dungeon. Deswegen so. Oh, Helden für den Häcksler. Sehr schön, schon mal zwei Helden zum Extrahieren. was bepunkte ich dann als nächstes am besten? Ja, eigentlich Frieden und Beute. Nee, halt der Recke. Der Recke ist wichtiger. So, noch zwei Sprenghühnchen.